ohne irgendwie dumm rumzuhängen. Wenn ich da an die Schmach mit dem Schalter im Palast, im Kellergewölbe denke. So, das Gebiet. Ja, ich guck mir die Gebiete mal so ein bisschen an nebenbei. Ja, gehen wir mal dahin. Geht ja eh gerade nirgendwo anders lang irgendwie. Würde ich eigentlich nicht hin. Eigentlich da oben hin. Dann halt nicht. Außerdem haben wir noch gar nicht diese lustigen Waldwichtelzwerge gesehen. Das kommt bestimmt jetzt. Bitte nicht. Ich mag sie nicht. Ich bin am Ende. Oh nein. Es wäre jetzt so schön gewesen, einfach mal ans Ende zu kommen, ohne die Viecher zu sehen. Ja, wir müssen da oben vermutlich lang. Aber ich glaube, es geht überhaupt nicht. Gucken wir einfach nach Endstation quasi. Ja. Mir fällt gerade nicht ein, was ich sagen wollte. Da geht's auch nicht lang. Ja, fröhlich ist durch die Büsche laufen. Das muss ultra spannend zuzusehen sein. Gehen wir mal da rein. Wie gesagt, schlimmer. Oh, da kann man schon mal was runterlassen. Jetzt kürzt bestimmt irgendwas ab. Ah. Naja, hier sind wir. Ja, das Gebiet gibt so nur einmal mit dieser Leiter da drin. Glaube. Hoffe ich einfach mal. Ich glaube es nicht, ich hoffe es einfach mal. Es ist gut. So, dann gehen wir hier weiter. Ja, oder auch nicht. Und hier? Ah na, da waren wir ja schon. Ganz toll. Ich bin so schlau, ich laufe immer wieder in die gleichen Fehler rein. Fertig. Hoppe-Effekt. Das war die ganze Zeit. Schon über 600 Folgen, nur für euch. So, dürfte ich jetzt mal nach oben gehen, statt wieder in den Teleporter zu gehen. Schön. Ja, gehen wir einfach nochmal hier lang und gucken, ob wir woanders lang kommen könnten. Obwohl, naja, doch. Ich weiß jetzt auf jeden Fall schon mal, wo ich nicht lang möchte. Gehe ich jetzt nicht wieder denselben Weg, der ich werde es gleich sehen. Ich schätze schon. Es kann nur schlimmer werden. Da geht schon mal nicht hoch. Warum sollte es auch? Die Perspektive sagt ja schon. Ja, hier ist der wieder hier und kommt nur hier lang, weil ja. Natürlich auch waren wir hier schon. Auf jeden Fall waren wir da drüben. Man muss vermutlich erstmal die elenden Zwerge treffen. Da will ich mal nicht runter. Ich gehe erstmal da gucken. So. Oh, tolle Ecke. Geht's hier oben vielleicht lang? Oh, schade. Und dann? Auch nicht. Ja, muss so ein bisschen rumprobieren und feststellen, dass es doch alles keinen Zweck hat. Wollen wir da schauen? Ich hoffe mal nicht. Ich erinnere mich eh schon wieder nicht mehr daran, wo ich schon war und wo nicht. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Ziemlich bekannt. Unerfreulich bekannt, um es noch mal weit auszuführen. Ja, dann können wir ja noch mal hier gucken. Was gibt's hier Schönes? Ah ja, hier war ja die Sackgasse. Den Baumwipfeln sehe ich ihn leider nicht. Und hier kann man nicht hoch. Dann ist das auf jeden Fall vermutlich schon mal der falsche Weg. Ja. Habe ich gut gemacht, nicht wahr? Ich muss mir selbst auf die Schulter klopfen. Ich schaffe das noch. Irgendwann in meinem Leben. Also keine Angst, ich glaube. Ich werde von der Anzahl der Stunden oder Videos oder wie man das auch immer abmessen will, mit diesem Spiel Baldur's Gate nicht toppen. Zumindest hoffe ich das.
Eigentlich ist das nicht so lang. Ja. Irgendwie ist das doof. Passt mir gar nicht. Ja, nehmen wir es mit Humor. Darüber aufzuregen hat eh keinen Sinn. Tue ich zwar nur die ganze Zeit, aber es hat keinen Sinn. So, was gibt's denn hier noch? Ach, hier geht's auch noch lang. War ich da schon? Da war ich bestimmt schon. Ach, hier geht's da hoch. Ist da oben vielleicht noch was anderes? Habe ich bestimmt auch schon geguckt und weiß es schon wieder nicht mehr. Nein, ich glaube, hier war ich noch nicht. Aber hier gibt's auf jeden Fall nichts. Naja, Tannen. Ja, es gibt in diesem Spiel nur große Bäume und Tannenwald und Sträucher. Was auch immer das sein soll. Weihnachtsbaumwald. Keine Ahnung. Ach nein, über die Bäume kann man ja nicht überhüpfen. Was liegt denn? Ah, hier geht's bestimmt rund. Aha. Hinten auch noch mal? Gucken wir erstmal hier. Ja, dummen Kreislauf am Denken, dass da nichts ist. Habe ich gut gemacht. Wie gesagt, ich kann mir selbst dafür auf die Schulter klopfen. Könnten wir auch in den Arsch speisen oder so. Mal was Sinnvolles machen. Ja, genau. Hier über die Kante springt man gerne. Dann verliert man hier so schöne zwei Kisten, in der ein Dahl sein könnte, glaube ich. Ja, da ist sogar ein Dahl drinne. Habe ich gut geraten. Dann muss das hier auch an so einer unzugänglichen Position sein, wenn kein Dahl drin ist. Dahl ist, habe ich ja schon mal erzählt, hier so romulanisches Ale. Da oben sieht man es in der Ecke. Das heilt komplett. Allerdings wird das nicht automatisch eingenommen wie Eke Eke. So. Das wäre schon mal hier. Wollte ich hier überhaupt hin? Ich weiß es nicht. Da drüben wollte ich auf... Ah, du bist nur aus dem Knast gekommen. Ganz toll. Nicht, dass wir die ersten nicht erst gesehen haben. Mist! Wir haben uns verirrt! Polly! Das ist alles deine Schuld! Jetzt hat der Herzog das kostbare Juwel! Er hat sogar zwei, dumme Göre. Hier! Oh, sie peitscht ihn aus. Autsch! Hahaha! Such uns den Weg! Schnell! Ja. Zickige Keiler, irgendwas. So, hier ist der Turm. Ich wusste, dass man irgendwo reinfallen kann. Hier ist ein Schild. Die Mitte des grünen Labyrinths. Schön. Ja, das grüne Labyrinth ist ein Spaß, wie jeder sehen kann. Ich habe Spaß. Na, eigentlich habe ich Spaß, aber ich beschwere mich trotzdem die ganze Zeit. So, dann gehen wir hier noch drauf. Dann geht nämlich der Schalter. Ich kann den mitnehmen. Ach, schade. So, ich meine, hier ist... Ja, hier ist. Gut. Einmal heilen, bitte. So. Wenn ich jetzt noch den richtigen Weg wüsste. Das wird jetzt kompliziert. Wir gehen einfach mal hier lang. Wir kommen schon irgendwo an. Nicht da, wo wir wollen, aber irgendwo. Oh nein, wir kommen sogar da an, wo ich hin wollte. Wir finden einen Turm mit einem weiteren Dahl. Oder einem weiteren romulanischen Ale. Wie man möchte. Weil ich noch, genau, man sieht ganz schwimmrig da so eine Tür hier. Hinterm Wasserfall, da sind noch so zwei schicke Truhen mit 20 Talern und Lebensenergie. So, und wenn man hier nach oben geht, man nennt dann wieder das die Ohrkönige. Ich weiß es nicht mehr. Das ist schon Ewigkeiten her, aber ich kenne das Spiel anscheinend trotzdem noch besser als ich denke. Oder dachte, genau, wir sind Ohrkönige. Das war ein Zufall. Die waren wir auch noch nicht. Ja. So, wenn die tot sind, gehen die bisschen Figuren anscheinend weg. Das wusste ich nicht mehr. Und wenn man hier so rausgeht, kommt man, glaube ich, da oben hin, wo ich hin wollte. Nein, kommt man nicht. Ach, gucken wir mal. Wahrscheinlich nicht. Ah, doch, kommt man. Genau, und hier kommt jetzt so ein toller Zwerg. Erwischt! Hahaha, versuch's doch mal. Nächstes Mal bekommst du etwas Tolles. Ich rasiere dir den Kopf ab, wenn du das nochmal versuchst. So, ich muss erstmal gucken, wie ich hier rauskomme. Wie ich wieder dahin, nochmal dahin komme.
Also, ich bin hier irgendwo lang und hier nach unten, glaube ich. Und keine Ahnung, ob das irgendwie schneller geht. Aber ich laufe hier einfach mal lang und tue so, als ob ich keinen Plan habe, was auch so ungefähr der Fall ist.